Moin Leute, heute geht es um den Wiener Kongress von 1815. Der Begriff wird im Unterricht bestimmt fallen, dann ist es geil, wenn ihr wisst, um was es geht. Grundsätzlich ist das nämlich die Neuordnung Europas nach der Niederlage von Napoleon. Was hat das jetzt aber genau zu bedeuten? Schauen wir uns die Ausgangslage an. Napoleon ging aus der Französischen Revolution als Kaiser hervor. Dann hat er in Europa sau viel erobert. Dadurch hat sich das Europa, wie man es vorher kannte, erheblich verändert. Viele Staaten wurden aufgelöst, viele neue Ländergrenzen wurden geschaffen und so weiter. An Russland ist Napoleon dann gescheitert und wurde 1815 endgültig verbannt. Auf dem Wiener Kongress geht es also darum, wie soll Europa politisch und von den Landesgrenzen geordnet werden, jetzt wo Napoleon weg ist. Zusammengekommen waren bevollmächtigte Vertreter aus etwa 200 europäischen Staaten und Städten. Der Ton wurde von den fünf Großmächten angegeben: Preußen, Österreich, Russland, England und Frankreich, was nach Napoleon wieder einen König hatte. Die fünf Großmächte hatten gemeinsame große Ziele. Merkt die euch am besten als Hauptziele vom Wiener Kongress. Sind nur vier Stück, also alles easy. Numero uno, Restauration. Man wollte die politische Ordnung so wiederherstellen, wie sie vor der Französischen Revolution war. Weg mit dem Neuen, her mit der alten Ordnung. Merkt euch also den Begriff Restauration. Heißt auf Deutsch die Wiederherstellung der alten politischen Ordnung. Nummer 2, Legitimität. Die Herrscher wollten wie früher berechtigt sein, einfach aus der alten Ordnung und Gottesgnadentum. Legitimität heißt auf Deutsch Berechtigung. Die Fürsten und Könige und so weiter wollten also klarstellen, dass sie wie früher berechtigt sind zu herrschen, weil sie durch ihre Geburt in die Herrscherfamilie von Gott dazu befugt worden sind. Das nennt man auch Gottesgnadentum. Verrückte Sache. Wir haben nur noch zwei, also dranbleiben. Nummer 3, Solidarität. Die ganzen Fürsten und Könige hatten einen gemeinsamen Feind: Revolution. Solidarität bedeutet, dass man gemeinsam gegen revolutionäre Ideen und Bewegungen kämpft, so ganz solidarisch. Solidarität bedeutet in etwa Gemeinsamkeit oder auch Zusammenhalt. Also merken, Nummer 3, Solidarität gleich gemeinsamer Kampf gegen revolutionäre Ideen und Bewegungen. Nummer 4, Mächtegleichgewicht. Man wollte ein Gleichgewicht der Mächte in Europa, also dass jeder in etwa gleich stark ist. Dadurch sollten zukünftige Kriege verhindert werden. Wenn jeder gleich stark ist, dann geht ja auch niemand das Risiko ein, einen Krieg anzufangen. So ähnlich war zumindest die Überlegung. Sehr nice, Leute, damit wären wir mit den Hauptzielen vom Wiener Kongress durch. Restauration, Legitimität, Solidarität, Mächtegleichgewicht. Wichtige Dinger merkt ihr euch am besten. Auf dem Wiener Kongress wurden sehr viele Ländergrenzen bestimmt. So sah Europa nach dem Wiener Kongress aus. Die wichtigste Sache liegt gleichzeitig ziemlich auf der Hand. Frankreich musste die Gebiete, die während der Revolution und danach von Napoleon erobert wurden, wieder abgeben. Darüber hinaus werden Frankreich aber keine Gebiete abgezogen. Es wird in den Grenzen bestätigt, die es vor der Französischen Revolution hatte. Stichwort Restauration, genau das ist zum Beispiel die Wiederherstellung der alten Ordnung. Jetzt wollen wir uns noch anschauen, was diese rote Grenze auf der Karte zu bedeuten hat. Danach haben wir es geschafft. Viele deutsche Patrioten haben gehofft, dass auf dem Wiener Kongress ein deutscher Bundesstaat geschaffen wird. Deutschland gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Vor Napoleon gab es das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, aber auch das wurde nicht wiederhergestellt. Stattdessen wurde der Deutsche Bund gegründet, die rote Grenze zeigt also das Gebiet davon. Insgesamt gehörten zum Deutschen Bund 35 Fürsten und 4 freie Städte. Außerdem gehörten Preußen und Österreich mit ihren deutschen Gebieten zum Deutschen Bund. Das könnt ihr auch auf der Karte sehen. Der Deutsche Bund hatte schon einen sogenannten Bundestag. Das war ein ständiger Kongress in Frankfurt am Main. Ansonsten war es trotzdem ein eher loser Staatenbund. Er hat aber dazu beigetragen, in Europa das Mächtegleichgewicht zu behalten. Also, Frankreich kriegt die Grenzen, die es vor der Französischen Revolution hatte. Auch die anderen europäischen Grenzen werden auf dem Wiener Kongress festgelegt. Für die deutschen Patrioten gibt es aber nur den Deutschen Bund. So, jetzt nochmal zusammenfassend, was ihr aus dem Video mitnehmen müsst. Auf dem Wiener Kongress geht es um die politische Neuordnung Europas, jetzt wo Napoleon weg ist. Das Sagen haben die fünf Großmächte Preußen, Österreich, Russland, England und Frankreich. Die Hauptziele sind Restauration, Legitimität, Solidarität und Mächtegleichgewicht. Die Bestimmung von vielen Ländergrenzen hat Auswirkungen auf ganz Europa.
Außerdem wird der Deutsche Bund geschaffen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann benutzt einfach unsere Suchzeile und ladet euch vor allem unsere App runter. Ich sage haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich.